Diesen Arzneistoff gibt es jetzt als Nahrungsergänzungsmittel bzw. als Supplement. Plus vier andere. Ja. N-Acetylcystein wurde zuerst von der FDA, das heißt Food and Drug Administration, 1963 als Arzneistoff eingestuft. Später wurde es dann verschreibungsfrei. Es wird vor allem bei Vergiftungen eingesetzt, besonders bezogen auf die Leber ebenfalls wurde es benutzt als ein Schleimlöser und es ist ebenfalls relevant, um Glutathion, das körpereigene Antioxidans, zu regenerieren. Es geht hier um eine randomisierte, placebo-kontrollierte Studie aus der Europäischen Zeitschrift für Atemwege, dessen Titel so lautet: Abschwächung der grippeähnlichen Symptomatik und Verbesserung der zellvermittelten Immunität durch Langzeitbehandlung mit N-Acetylcystein. In der Studie wurden 262 Menschen für 6 Monate im Winter 2-mal pro Tag mit N-Acetylcystein versorgt, ja, kurz NAC. 600 pro Dosis dementsprechend Milligramm, also 1200 Milligramm pro Tag. Danach wurde die Infektion quasi ermittelt und die Symptomatik der zugrunde liegenden Krankheit. Das Interessante war, es gab keinen Unterschied, wie oft sich jemand tatsächlich infiziert hat. Was aber sehr wohl einen massiven Unterschied machte, in der N-Acetylcystein-Gruppe, dass nur 25% Symptome entwickelten bei Grippe. Hingegen die Placebo-Gruppe 79% symptomatisch waren. Um euch das nochmal klar zu machen, das ist eine Risikoreduktion bezogen auf Symptome von über 50%. Schaut man sich das genauer an, dann wird es noch viel eindrucksvoller. Dann sieht man nämlich, dass schleimhaltiger Auswurf statistisch signifikant weniger war in der N-Acetylcystein-Gruppe. Aber noch eindrucksvoller ist, dass Kopfschmerzen, Muskelschmerzen, Halsschmerzen, Husten und Schnupfen noch statistisch signifikant verringert worden sind in der N-Acetylcystein-Gruppe im Vergleich zur Placebo-Gruppe. Was bedeutet das? Dass diese Ergebnisse nur zu 0,01% durch Zufall zustande gekommen sein können, ja? So. Oder besser zu 99,99% Wahrscheinlichkeit, ja? Weiter sieht man das auch noch in Monaten, ja? Die statistische Signifikanz quasi, beziehungsweise hochstatistische Signifikanz sehen wir hier auch in Monaten nochmal, ja? Auch bei der chronischen obstruktiven Lungenkrankheit COPD, wo die Atemwege entzündet sind, zeigte NAC einen Effekt. Kommen wir zum Mittel Nummer 2. Die Holunderbeere. Das Merkmal dieser Frucht ist die sehr hohe Konzentration von bestimmten sekundären Pflanzenstoffen, genannt auch Anthocyane. Ja? Hier sieht man, dass der Spiegel von Anthocyanen im Menschen nach dem Verzehr von Holunderbeeren stark ansteigt. Der genaue Mechanismus ist nicht genau geklärt. Man weiß bis heute nicht, welcher sekundärer Pflanzenstoff oder welche Kombination es exakt ist und wie der Mechanismus wirkt quasi. Ja. Es wird quasi beobachtet, dass diese polyphenolischen Komponente, die sich in der Beere befindet, in anderen Studien schon immunstimulierende Wirkung zeigten. Zum Holunder möchte ich euch eine Meta-Analyse aus Goldstandard-Studien zeigen, also randomisiert Menschenstudien. Ja. Mehr kann man in der Wissenschaft heute nicht mehr verlangen. Ich zitiere, diese Meta-Analyse belegt, dass eine Holunderbeeren-Supplementierung bei Auftreten von Symptomen der oberen Atemwege die Gesamtdauer der Symptome im Vergleich zur Kontrollgruppe mit einer Effektgröße von 1,717 erheblich reduziert. Der Status der Grippeimpfung hat keinen signifikanten Einfluss auf die Wirkung der Holunderbeeren-Supplementierung. Eine Holunderbeeren-Supplementierung scheint, die durch Influenza-Viren verursachte Symptome wesentlich wirksamer zu reduzieren als die Symptome der oberen Atemwege. Kommen wir zum Punkt 3, Vitamin D. Gerade Kinder stecken sich extrem oft mit Viren an, da sie in der Schule sehr viele Kontakte haben und auf engstem Raum für Stunden aufeinander sitzen. Da gibt es eine randomisierte Studie mit Kindern und Vitamin D und Grippe, genau genommen Influenza A. Hier wurden nur 1200 internationale Einheiten pro Tag gegeben
oder ein Placebo. Man kann aber sehen, dass Influenza in der Placebo-Gruppe von 167, 31 Infektionen hervorrufte und in der Vitamin D-Gruppe nur 18. Also knapp halb so viele. Unsere Studien deuten darauf hin, dass eine Vitamin D3-Supplementierung während der Wintersaison die Häufigkeit der Influenza A verringern kann. Dieser Effekt war bei bestimmten Untergruppen von Schulkindern besonders ausgeprägt. Darüber hinaus wurden auch Asthmaanfälle durch eine Vitamin D-Supplementierung verhindert. Das hängt mit verschiedenen Faktoren zusammen. Einer davon ist sicher das Katelizidin. Diese sind antimikrobielle Peptide, die erst durch Vitamin D in der Zelle gebildet werden. Das möchte ich euch in einer Studie mit Menschen zeigen. Man sieht, im Sommer ist der Vitamin D3-Spiegel höher als im Winter. Und dies korreliert 1:1 ebenfalls mit dem Katelizidin-Spiegel im Körper. Dieser ist statistisch signifikant verringert im Winter, da der D3-Spiegel tiefer ist als im Sommer. Punkt 4 ist das Q10. Ohne Q10 ist kein höheres Leben überhaupt ist möglich. Ja? Ohne Q10 wären wir quasi immer noch Bakterien. Ja? So wichtig ist Q10 für die oxidative ATP-Synthese in den Kraftwerken der Zelle. Studien zuerst. Ja? In einer Goldstandard-Studie aus dem Jahre 2019 mit 79 Probanden, also Teilnehmern, ja, wurde die Coenzym Q10-Spiegel bei Grippeerkrankten dementsprechend ermittelt. Wie ihr eindrücklich seht, sind diese bei Grippeerkrankten statistisch signifikant erniedrigt. Das sagt auch die Schlussfolgerung. Dieser Tatbestand beschreibt aber kein Einzelschicksal. Studienbasiert, ja, dies konnte auch in einer anderen Studie mit Kindern, die in der Regel sehr hohe Spiegel haben, wiederholt werden. Alle haben verringerte Q10-Spiegel. Das hängt einfach damit zusammen, dass bei einem Infekt die mitotische Zellteilung massiv erhöht wird. Die Immunzellen verdreifachen sich teilweise. Diese Zellen benötigen alle Coenzym Q10, damit sie existieren können. Ist dies schon vor einem Infekt insuffizient gewesen, kommt es sehr schnell zu einem noch größeren Mangel, da sich das wenige jetzt auf noch mehr Zellen aufteilen muss. Ja? Selbst ohne Mangel kann man bei Infektionen in einen Mangel, wie in der Studie zu sehen ist, rutschen, welches extrem in Müdigkeit und Schlappheit mündet, was man unter keinen Umständen bei einer Infektion haben möchte. Nummer 5, Kakao. Da habe ich eine interessante Studie gefunden, wo Probanden 18 Gramm Kakao für 3 Wochen zu sich nahmen. Parallel wurden sie aber auch mit der Grippeimpfung versehen. Ja, das Interessante war, dass die natürlichen Killerzellen, die ebenfalls eine Rolle spielen bei der Immunantwort bei Impfstoffen oder Viren, in der Kakaogruppe statistisch signifikant gestiegen sind im Vergleich zur Placebo-Gruppe. Das heißt, die einfach nur die Impfung bekommen haben ohne Kakao. Das war sehr interessant, da Kakao sehr viele sekundäre Pflanzenstoffe beinhaltet. Achtet immer darauf, dass Kakao auf jeden Fall unabhängig laborgeprüft ist, denn er akkumuliert sehr oft sehr viele Schwermetalle. Das ist ganz, ganz wichtig. Kann ich euch sehr gerne mal eins unten verlinken. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, ich konnte euch wieder inspirieren mit Goldstandardstudien, euch ein paar mehr Informationen an die Hand geben, um es für euch zu evaluieren, was für euch Sinn macht und wo ihr eventuell einen Mangel haben könntet. Dankeschön für deinen Support. Auf purazell.de könnt ihr mich unterstützen für meine kostenlose Arbeit. Alle Produkte verlinke ich auch unten. Wir sehen uns im nächsten Video. Ich sage ciao.